Eine arme Frau aus meiner Umgebung möchte nicht mehr einsam sein. Sie möchte sich heute mit mir treffen. Können wir unseren Spieleabend verschieben? Ich habe nur heute Zeit. Wir könnten sie auch einladen, dann kann sie mitspielen. Das ist Spam, Tommy. Nein, das ist Milf Gitte. Die Nachricht ist fake. Und zwar offensichtlich fake. Und woher weißt du das so genau? Das ist eigentlich ganz einfach, Tommy. Drei Dinge, an denen du Spam erkennst. Erstens, Rechtschreibung und komische Formulierung. Ja, Sätzen 6. Zweitens, was auch immer du machen sollst, ist ganz furchtbar dringend, damit du möglichst schnell ins offene Messer läufst. Und drittens steht am Ende irgendein dubioser Link, auf den du draufklicken sollst und dann hast du ein Virus oder es ist Phishing. Milf Gitte möchte mit mir fischen gehen? Oh, ich geb's auf. Sag mal, wer hat den Müll überhaupt geschrieben? Haben die Leute keine Lust hier oder was? So ein Satz muss sprachlich verdichtet sein. Guck mal, wie viele unnötige Details und Füllwörter die da reingeballert haben. Warum regst du dich so auf? Ja, jede KI zimmert dir in 10 Sekunden einen besseren Text zusammen. Wenn ich verarscht werde, ist ja okay, aber ich will mich wenigstens respektiert fühlen. Vielleicht hat Milf andere Stärken. Das ist kein Name, Tommy! Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal eine Frau. Doch, guck mal, hier ist sogar ein Bild von ihr. Ja, wahrscheinlich KI generiert. Das würde auch erklären, warum sie 3,5 Hände hat. Oder glaubst du, die hat sie, damit sie schneller tippen kann? Scherz! Och, pst! Ich möchte Herrn Gitte jetzt schreiben. Nein! Lass ihn doch. Ich antworte auch immer auf Spam-Mails und zwar mit meinem eigenen Spam. Hat sogar schon ein paar Mal geklappt. Du spammst die Spammer. Was soll man sonst mit denen machen? Ich möchte ihm auf jeden Fall irgendwas Nettes schreiben. Warum? Na, weil man sich auch im Internet zu benehmen hat. Das ist wie auf Kleinanzeigen zum Beispiel. Wenn ich da mit jemandem schreibe, dann gebe ich mir immer richtig viel Mühe, weil auf der anderen Seite auch ein echter Mensch sitzt. Okay, dann schreiben wir ihm, dass du Gitte sehr gerne kennenlernen möchtest. Und dass du zufälligerweise ganz, ganz viel Geld von deinem pandorianischen Großonkel geerbt hast. Du aber erst an das Geld kommst, wenn du 500 Euro an die Bank überweist. Und jetzt? Dass du die natürlich nicht hast und dir Gitte 500 Euro überweisen soll, damit ihr gemeinsam das ganz, ganz viele Geld teilen könnt und ihr euer erstes Date in der Karibik verbringen könnt. Aber das ist doch gelogen. Und nicht mal sprachlich verdichtet, ihr Spinnerbande. Ich mach das nicht. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ich will Herrn Gittes Geld nicht. Das braucht er bestimmt selbst. Ich meine, wenn er reich wäre, dann müsste er ja nicht irgendwelche random Leute im Internet fragen, ob sie Zeit mit ihm verbringen wollen. Er wird dir ja auch kein Geld überweisen. Es geht ja nur darum, ihm klarzumachen, dass seine Masche total bescheuert ist und er sich lieber einen legalen Job suchen sollte. Okay, warum wird er mir kein Geld überweisen? Weil er nicht dumm ist. Also mit Dummheit hat das ja nichts zu tun. Ich bitte ihn ja in meinem Text förmlich. Ich flehe ihn ja förmlich an. Und? Ja, und es wäre ja voll gemein von ihm, wenn er mir nichts schickt. Das würde ja heißen, er geht schon fest davon aus, dass ich nur Schwachsinn laber. Ja, richtig. Nee, Herr Gitte wird mir unsympathisch. Ist nicht wahr. Ja, doch, in der Tat. Der Dude mit dem schlecht gemachten Fake-Profil von einer digitalen Frau, das er nutzt, um einsamen Menschen Geld aus den Rippen zu leiern, ist charakterlich nicht ganz sauber. Scheint so. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Und deswegen machen wir das mit den 500 Euro. Das wird ein Riesengaudi. Warum verdödelt ihr eigentlich eure Zeit damit? Hä? Lass uns doch unseren Spaß haben. Nee, Yannick hat recht. Ich habe keine Lust, mit Leuten zu schreiben, die sich hinter Fake-Profilen verstecken. Und wenn Milf in Wahrheit anders heißt und vielleicht sogar ein Typi dahinter steckt, nee. Ich werde auch so Leute kennenlernen. Leute, die nicht denken, sich verstellen zu müssen. Ach, Spielverderbung. Oh. Hm? Wir haben geerbt. Das ist fake, Tommy. Kann gar nicht sein. Guck mal, hier ist sogar ein Video und da wird alles genau erklärt. Da schauen wir uns zusammen an, komm. Okay, meine Tante ist tot, aber die sieht gar nicht aus wie ich. Ich finde schon. So ein bisschen so mit den Haaren. Ja? Doch. Ist auch grau. Also ich würde das einfach mal, also 1 Million Dollar?